Hallo, ich melde mich hier von der Jumbo und heute möchte ich euch einmal das Schiff vorstellen, die Technik, die wir hier an Bord haben und auch die Ausrüstung. Ich hatte schon länger vorgehabt, diesen Film einmal zu machen, bin auch mehrfach angeschrieben worden, ob ich die Jumbo nicht einmal vorstellen kann. Ja, das machen wir heute und ich versuche das auch so ausführlich wie möglich zu tun. Ja, die Jumbo ist eine Bavaria 34 Holiday, Ende 2008 ausgeliefert worden und im Frühjahr 2009 erstmalig zu Wasser gelassen worden. Sie hat eine Gesamtlänge von 10,7 Metern, eine Breite von 3,6 Metern und einen Tiefgang von 1,55 Meter. Das ist also hier ein Flachkieler, was manchmal ganz angenehm ist, insbesondere hier in Niederlanden, wo die Gewässer auch schon mal ein wenig flacher sind. Die Jumbo ist Kategorie A, also damit hochseetauglich, hat etwa ein Leergewicht, ich meine auch mit gefüllten Tanks, von 5,5 Tonnen. Und wenn sie beladen ist, wenn wir hier mit zwei, drei Leuten unterwegs sind, sind wir so größenordnungsmäßig hier mit 6,5 Tonnen unterwegs. Ja, die Höhe bis zur Mastspitze von der Wasserlinie, das sind etwa 15 Meter. Und die Wasserlinie selbst hier, der Jumbo, das sind 9,7 Meter. Das heißt, die maximale theoretische Rumpfgeschwindigkeit der Jumbo liegt bei circa 7,5 Knoten. Ja, dann legen wir mal los. So, da haben wir einmal unsere Genua hier, eine Genua 1, 12,8 Meter Vorlieg, 5,2 Meter Unterlieg, 30,5 Quadratmeter Segelfläche. Sind wir ganz zufrieden mit. Das gleiche Segel haben wir hier identisch auch nochmal als Reservesegel. So, da unseren Ankerkasten. So, hier vorne haben wir einen 15 Kilogramm Flugscharanker mit 40 Meter Ankerbleileine. Zusätzlich habe ich hier noch 3x20 Liter Diesel gestaut. Und auch noch den 10 Liter Benzinkanister für den Außenborder. Unser Großsegel, ein Rollgroßsegel, 25 Quadratmeter Segelfläche, 12,05 Meter Vorlieg und 4,2 Meter Unterlieg. Dann unser Dinghy hier, geeignet für zwei Erwachsene und ein Kind, wiegt 25 Kilogramm. Das kann ich so gerade hier noch handeln und kann das auch alleine zu Wasser lassen und bekomme es auch alleine wieder heraus. Dann haben wir hier unseren seitlichen Einstieg. Den habe ich im letzten Jahr nachgerüstet, auch ganz praktisch, wenn man seitlich anlegt oder auch im Päckchen liegt. Dann haben wir hier unseren Außenborder, 6 PS mit externem Tank. Dann habe ich hier kürzlich noch einen Schwenkkran nachgerüstet, mit dem ich auch in der Lage sein sollte, den Außenborder alleine am Dinghy anzubringen. Ein Vorsegelausbau mal, teleskopierbar, 3 Meter lang und kann auf 5,50 Meter austeleskopiert werden. Fahre ich sehr gerne ab halbem Wind und natürlich auch vorm Wind. So, hier runter befindet sich unsere Bugskiste. Schauen wir jetzt mal rein. Ja, gut gefüllt wie die meisten Bugskisten. Wir werden mal ein paar Sachen rausräumen, um euch mal zu zeigen, was wir hier so in der Bugskiste drin haben. Jetzt habe ich hier mal die Fender und Festmacherleinen und das Landstromkabel und die Hafenbesenning rausgeräumt. Jetzt kann man schon ein bisschen besser was sehen. Da ist also hier noch das Sitzbrett für das Dinghy. Ein Reservekanister in Reserve. Dann haben wir da den Hochdruckreiniger, dann nochmal einen Schlauch, hier nochmal Leinen und da unten drunter, da sind die zwei Klappfahrräder. Aber ich räume noch mal ein bisschen mehr raus. So, ich habe sie jetzt mal halb leer geräumt, so sieht das jetzt hier aus. Dann haben wir den Hochdruckreiniger hier, dann habe ich hier noch eine 220 Volt Tauchwasserpumpe, die nehmen wir hier immer zum Bootsreinigen. Hängen wir das Wasser und schwitzen das Boot damit ab. Hier noch mal eine Reservegasflasche, dann da vorne der Pützeimer, dann hier mein zweites Ankergeschirr, dann habe ich hier noch mal einen 20 Kilogramm Plattenanker, das ist hier noch mal eine gute Alternative zum Flugscharanker, das ist hier so ein Allrounder, 20 Kilo ist auch relativ schwer, dann habe ich hier
6 Meter Kettenvorlauf hier in dieser Tüte drin. So sieht das aus hier. 30 Meter Ankerleine. So sieht das dann hier in der Bax aus. So, da unten ist noch eine Kabelrolle drin. Reserveöl, dann hier nochmal ein Schlauch und Spritze vom Hochdruckreiniger und dann hier sind die beiden Fahrräder eingeklappt, da unten nochmal Leinen und so. Ja, das ist im Wesentlichen die Bax. Bin ganz froh, ist riesig groß. Passt ordentlich was rein, wenn man sich den ganzen Kram hier anschaut. Ja, dann werde ich das mal wieder einräumen. Ja, wieder zurück im Hafen. Schauen wir uns einmal die Steuerkonsole an. Da habe ich also hier meinen Raymarine C70 Kartenplotter. Dann haben wir hier unten einmal den Tiefenmesser und die Logge, die Geschwindigkeitsanzeige, die Fahrt durchs Wasser. Dann hier in der Mitte einmal den Autopiloten, da kann ich also den Kurs einstellen, der dann hier automatisch gehalten wird, oder auch den Windwinkel. Ja, hier mein Windmesser, der im Augenblick hier im Hafen um die 10 Knoten wahrer Wind. Das kann ich hier unten dann nochmal umschalten auf den scheinbaren Wind. Ja, ist ungefähr das gleiche, soll es ja auch sein hier im Hafen, wir fahren ja gerade nicht. Ja, dann mein Kompass. Hier unten dann die Anzeigen für den Motor, einmal der Drehzahlmesser. Dann hier die Tankanzeige. Ja, hier kann ich ihn dann anschalten. Dann geht auch automatisch die Tankanzeige hoch. Ja, hier ist dann noch so ein Knopf, da kann man sich Fehler anzeigen lassen. Hier ist dann der Startknopf und hier ist der Stoppknopf. Das schalten wir mal wieder aus. Ja, dann schauen wir uns mal die Leinen an. So, hier ein Backbord, das ist einmal hier der Unterliegstrecker. Dann ist das hier die Endlos-Reffleine vom Großsegel. So, und hier kann ich den Treveller versetzen. Ja, auf der anderen Seite dann hier einmal der Baumniederholer und hier die Großschot. Hier die Dirk. So, dann auch hier die Leine für den Treveller. So, dann habe ich mir hier noch durchgelegt ins Cockpit einmal das Fall von der Genua. Das muss ab und zu mal nachgesetzt werden. Ja, dann gehen wir mal runter in den Salon. Hier über Eck, eine schöne Sitzecke. Dann hier die Bank. Dann kann man den Tisch hier nochmal hochklappen. Ja, so sieht das dann aus, wenn der Tisch aufgeklappt ist. Hier kann man ganz gemütlich mit 5 Leuten oder gar 6 Leuten sitzen. Ganz gemütlicher Platz hier. So, dann haben wir an Backbord unsere Pantry. Einmal hier unser Spülbecken. So, mit 2 Spülbecken hier. Einmal spülen und einmal zum Abtropfen lassen. So, dann ist hier unser Kühlschrank. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Liter der genau hat, aber der bietet ausreichend Stauvolumen. Im Augenblick ein bisschen leerer. Dann ist hier unser 2-Flammen-Herd darunter untergebracht. Auch ganz gut. Ab und zu kochen wir mal. Insbesondere wenn ich so alleine unterwegs bin, koche ich immer sehr gerne. Ja, dann hier unten der Backofen. Ja, die Gasanlage wird regelmäßig geprüft. Im Augenblick ist sie bis 2020 wieder abgenommen. Unsere Achtgangkabine bietet Platz für 2 Leute. Im Augenblick ist hier einmal ein Bettzeug aufgezogen. Ja, hier ist eine gute Ablage, da kann man auch noch mal Wäsche lassen, wenn man möchte. So, hier drunter befindet sich der Wassertank. Der nimmt 300 Liter Frischwasser auf. Und dann befindet sich hier auf der anderen Seite einmal der Heißwasserboiler. Der hält also immer 40 Liter Wasser heiß. Einmal im Jahr wird hier an Bord der Tank gereinigt. Da kommen 2 von diesen Dosen Pura-Tank rein und dann wird er komplett mit Wasser aufgefüllt. Eine von diesen Dosen ist für 160 Liter geeignet. Dann bleibt die Lösung 24 Stunden im Tank stehen. Danach wird sie abgelassen, kräftig durchgespült. Ja, so halte ich mir den Tank sauber. In der Regel habe ich einen ganz guten Durchsatz, aber wenn es mal ein bisschen länger steht, dann kommen hier 2 so kleine Messlöffelchen hier von diesem Aqua
clean rein von Yachticon. Das ist hier dieser kleine Messbecher. So, und das garantiert hier nochmal eine zusätzliche Haltbarkeit des Wassers hier im Tank von etwa 6 Monaten. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden hier mit der Wasserqualität des Tanks. Ja, die Rettungsinsel schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Da hinten ist dann eine Inspektionsklappe. Da kann man ins Heck des Schiffs reinkrabbeln. Also machen wir die Klappe hier mal auf. Nehmen wir einfach mal raus. Und gehen mal hier in das Heck des Schiffs rein. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal unseren Zulauf für den Wassertank. Hier sieht man noch das Ende des Wassertanks. Das hier ist der Überlauf. Den Schlauch habe ich kürzlich nochmal gewechselt. Den sollte man auch regelmäßig wechseln, denn da sammelt sich schon mal ein bisschen Grün an. Ja, was haben wir hier für einen Schlauch? Den schwarzen hier mit dem gelben Streifen. Das ist also hier unser Auspuff. Steht es auch dran, Exhaust Hose. So, dann haben wir hier vorne einmal den Schlauch für die Bilgepumpe. So, das ist hier die Ruderanlage. Da vorne ist der Steuerarm, der hier an dem Ruderschaft befestigt ist. Der Ruderschaft geht also jetzt hier unten durch zum Ruder. Ist hier sauber abgedichtet, ist alles nochmal erneuert worden. Ich habe hier nochmal das untere Ruderlager und auch das obere Ruderlager im letzten Winter wechseln lassen. So, da vorne ist der kleine Steuergeber für den Autopiloten. So, und hier sitzt der Dieseltank. Da sieht man auch den Zulauf und auch den kleinen Überlaufschlauch. Da oben sind dann auch nochmal Schläuche. Das ist hier nochmal für die Bilgepumpe, für die Handpumpe. Der Schlauch. Dann hier der große geriffelte Schlauch, der graue. Das ist hier ein Heizungsschlauch. Ja, und dann geht es auch hier mit diesem Steuerarm geht es dann hier zur Ruderanlage. Da ist dann die Kette. Das, mal gucken, ob ich das auch noch mal zeigen kann. Gucken wir mal da rein. So, ich weiß nicht, ob man dafür sieht jetzt, aber ja, so sieht es dann aus. Und da hinten sitzt dann auch der Motor ziemlich mittig für den Autopiloten. So, machen wir das mal in Ruhe. Ja, unsere Rettungsinsel, die hole ich jetzt mal raus und dann schauen wir uns die auch mal in Ruhe an. So, das ist also hier eine Rettungsinsel von SeaSafe. Die habe ich vor 1,5 Jahren auf der Bootsmesse gekauft. So, nächster Service, das steht hier auch schon drauf, ist im Februar 2019. So, ist eine Rettungsinsel hier für 4 Personen. Hier oben ist dann nochmal die Anleitung, wie man es dann machen soll. Hier vorne ist die Leine, wo man sie rauszieht. Wenn es rauszieht, soll man hier runter versteckt. So, das macht man im Prinzip hier am Boot fest. Und dann wirft man das gesamte Paket dann raus. Und dann zieht sie sich raus und bläst sich dann auch automatisch auf. So, was haben wir hier alles mit drin in der Insel? 2 Signalraketen, dann 3 Handfackeln. Dann hier so ein kleines Reparaturkit, Tabletten gegen Seekrankheit, Whistle, das ist hier so eine Trillerpfeife, kleiner Seeanker, ein Messer und ein Logbuch. So, die Einsatzzeit ist hier mit 24 Stunden markiert. Das liegt daran, dass hier das 24-Stunden-Paket mit drin ist. Die gleiche Rettungsinsel gibt es auch mit einem anderen Paket für mehrere Tage einsetzbar. Das heißt, wenn ich hier im Seenotfall noch ein paar Sachen mehr mit an Bord nehmen, kann man es mit der Rettungsinsel selbst auch ein paar Tage aushalten. Im Notfall nimmt man hier ein paar Grabpacks mit, natürlich Mineralwasser, die Seenotrettungsmittel, die man hier noch mit an Bord hat und ein paar andere Kleinigkeiten. So, dann sollte es im Notfall dann auch für ein paar Tage gehen. Aber ich hoffe, ich brauche die Insel nie. So, dann geht's zurück in den Salon. Dann gehen wir mal auf die Steuerbordseite. Dann haben wir hier den Kapitänstisch. Und hier unser Schaltpanel, so hier das Radio, hier ist die 220 Volt
Absicherung, hier auch nochmal eine 220 Volt Steckdose. Im Augenblick sind wir hier am Landstrom dran, das sieht man ja. So haben wir hier Kabinenbeleuchtung, dann haben wir hier einmal vorne die Beleuchtung, passt. Ist auch okay. Decksbeleuchtung ist auch okay. Ankerlicht oben. Da muss ich die Birne mal wechseln bei Gelegenheit. So, die Anzeigen. Einmal Verbraucherbatterie 14,0 Volt, das hängt hier am Ladegerät, wird im Augenblick geladen. Dann die Starterbatterie 14,3 Volt, Fäkalientank leer, Frischwasser 100% im Moment, Sprache Deutsch kann man auch ändern. Die weiteren Knöpfe, um die entsprechenden Geräte ein- und auszuschalten, das ist jetzt hier oben für die Navigation, das hier ist Radio, das hier ist nicht belegt, das hier die Bilgepumpe. So, das ist jetzt hier die Pumpe für das Frischwasser. Das ist hier die Pumpe für die Dusche, zeige ich gleich mal im Bad. Das ist hier die Standheizung, die hier angeschlossen ist. Das ist hier der Kühlschrank. Dann habe ich hier noch 5 Funktionstasten, die ich ja selber belegen kann. Unter F1 habe ich hier das AES-System. F2 ist hier mein Funkgerät. Das geht dann auch gleich da oben an. Können wir da ausschalten. F3 ist im Moment frei. F4, da hängt die elektrische Toilette dran. Und F5, die Badeplattform. So, da ist die Steuerung für die Webasto. Die hat 3300 Watt. Völlig ausreichend, um auch im Winter hier bei Minustemperaturen Wärme im Schiff zu halten. Dann haben wir hier die beiden Batteriehauptschalter. Einmal hier für die Verbraucherbatterien. Einmal für die Starterbatterie. Und dann ist hier noch ein Lautsprecher für das Funkgerät. Ja, unser Kapitänstisch. So, da ist unsere Frequenzzuteilungsurkunde. Hier nochmal im Mai 2017 aktualisiert worden. Dann haben wir hier einmal den Schiffsnamen, das Rufzeichen, die MMSI und die Artis-Kennung. Auf der zweiten Seite sind dann die Geräte, die angemeldet sind. Das ist einmal hier unser Handfunkgerät, das habe ich hier auch mal rausgeholt. Das können wir auch mal zeigen oder einschalten. So, das ist hier ein Standard Horizon. So, auch mit DSC, Distress Alarm. So hat auch GPS. Das Gerät habe ich in meiner Tasche, wenn ich ein- und unterwegs bin. Falls ich dann mal über Bord falle, dann kann ich mich wenigstens auf eine kurze Reichweite bemerkbar machen. So, dann haben wir die fest eingebaute Funkanlage. Die habe ich vorhin hier schon gezeigt. Die hängt hier vorne. So, dann unser EPIP. Das habe ich seit kurzem auch hier mit an Bord. Das zeige ich auch mal, muss ich mal eben rausholen. So, das ist hier unser EPIP. Da sieht man auch die MMSI, die hier drauf steht. So ist das Gerät auch programmiert. So, dann sendet er hier auf 406 und 121,5 MHz. Hier an der Seite ist die Gerätekennung. Auf der Rückseite ist hier eine kleine Anleitung, wie man es dann im Notfall machen muss. Einmal hier diesen Papierstreifen abziehen, dann diese kleine Antenne ausfahren. Und dann sendet das Gerät automatisch. So, das Signal geht dann an Satelliten und wird spätestens nach 4 Stunden dort aufgefangen. Das funktioniert also weltweit. Und dann werden die entsprechenden Rettungsstellen alarmiert. So, das Gerät sendet automatisch auch die Position. Ist 24 Stunden aktiv. Das heißt, nach 24 Stunden ist das Signal weg. So, da muss man hoffen, dass man innerhalb der 24 Stunden dann gefunden wird im Notfall. Oder aber der Suchradius entsprechend eingegrenzt werden kann, indem man da Strömung und Wind nochmal mit hinzuzieht. Ja, ich hoffe, auch dieses Gerät werde ich nie benötigen. So, was haben wir hier? So, die Jumbo ist registriert, hat einen internationalen Bootsschein. Da stehen dann auch alle Daten drin. Und dann halt, wo der Heimathafen ist, welcher Hersteller, Länge, Breite, Schiffstyp. Und auch die Funkausrüstung und auch das Beiboot. Ja, meine ganzen Scheine. Sportbootführerschein Binnen unter Motor, unter Segel. Dann den Sportbootführerschein See. Den Sportküstenschifferschein. Dann hier das Short Range Certificate für den Seefunk. Dann hier das Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk. Und den Fachkundenachweis nach dem Sprengstoffrecht. So, dann geht's weiter. Dann befindet sich hier hinter uns das Bad. So, hier auch Warmwasser
und Kaltwasser. So, den Schlauch kann man hier rausziehen, kann man duschen. Hier unten ist der Abfluss und hier ist der Knopf für die Pumpe. Kann man das hier mit abpumpen. So, hier hinter ist ein kleiner Schrank. Ja, alle möglichen Tuben, Duschgels, ja, hauptsächlich Sonnencreme hier. So, dann unsere Toilette. Die habe ich ja vor kurzem auf Elektrik umgestellt. Kann ich hier mal drücken. Hier gibt es also verschiedene Funktionen. Einmal hier abpumpen. Dann einmal hier für das kleine Geschäft. Läuft das dann hier automatisch ab. Dann abgepumpt. Und dann wieder ein bisschen Wasser nachgefüllt. So, dann schauen wir uns das mal unter dem Becken an, wie das hier aussieht. Da habe ich nämlich die beiden Pumpen. So, da haben wir hier unten einmal diesen großen Absperrhahn. Das ist hier für den Fäkalientank. Der befindet sich hier oben dahinter. Könnte ich auch mal kurz zeigen. So, da ist unser Fäkalientank. Da hinten in der Ecke befindet sich die Steuerkonsole für die elektrische Toilette. So, und da der 75 Liter Fäkalientank. So, hier ist das Ventil für den Zulauf für die Toilette. Da ist so ein kleiner Filter dahinter. Das hier in der Mitte ist die Pumpe für die Toilette. Hier oben drüber ist die Abwasserpumpe, die wir gerade gehört haben. Da ist noch so ein kleiner Filter davor gesetzt. Ja, da oben sieht man dann nochmal, wie so ein Heizungsschlauch hier sich durchs Schiff zieht. Ja, und hier ist der Schlauch, den man hier so rausziehen kann. Ja, alles gut verbaut hier. So, vielleicht noch ganz kurz zur Toilette, zur Reinigung. Das hole ich mal hier raus. Einmal hier das AquaChem. Einmal hier den Toilettenreiniger. Ganz wichtig. So, dann nimmt man also hier diesen von Yachticon, den WC-Reiniger. Auf keinen Fall was für einen Hausgebrauch nehmen, dass sich das nicht mit den Dichtungen verträgt. So, dann die Toilette. So, wenn wir sie verlassen am Wochenende, dann füllen wir sie nochmal einmal mit Frischwasser nach. So, dann wird die Toilette also hier mit dem Schlauch mit Frischwasser gefüllt. Und dann kommt hier ein ganz kleiner Tropfen von dem AquaChem rein. So, und dann wird das hier ein bisschen runtergepumpt. Fertig. So, das hilft ganz gut und wenn man hier nach 2-3 Wochen wiederkommt, hat man hier immer noch einen sehr angenehmen Geruch im Bad. Hier noch so ein kleines Handtuch mit Jumbo eingestickt. Habe ich mal zu Weihnachten bekommen. Ja, das ist im Prinzip unser Bad. So, dann schauen wir uns jetzt hier mal den Rest im Salon an. So, das hier die Schaltung für unseren Spannungswandler. Ja, den schalte ich also hier ein. Den zeige ich gleich nochmal. Ich nehme gleich mal hier die Polster hoch und dann zeige ich euch mal, was hier drunter noch ist. So, das ist unser Spannungswandler. Der wandelt uns 12 Volt in 230 Volt um. Reiner Sinus-Spannungswandler. 1500 Watt permanente Leistung. Und 3000 Watt in Spitze. So, dann habe ich hier nochmal eine Verlängerungsschnur. Das Schiff hat hier noch einen zweiten Dreierstecker. So, der ist hier nochmal separat abgesichert durch einen Batteriehauptschalter. Und das geht also hier direkt auf die Batterie. So, dann haben wir hier noch zwei Seeventile für die beiden Spülen, jeweils separat. Und dann sieht man hier noch den kleinen Schlauch, der geht in der Bilgepumpe. Die befindet sich im Vorschiff. Ja, dann packe ich das mal wieder rein und dann gucken wir mal in die Bank rein hier. Dann hier der Blick unter die Bank. So, das sind zwei Verbraucherbatterien, jeweils 180 Amperestunden, also in Summe 360 Amperestunden. Dann haben wir hier nochmal Mineralwasser, hier nochmal ein größerer Topf, ein bisschen was zum Angeln hier nochmal. Ach, das ist hier nochmal interessant, das wollte ich euch zeigen. So, das ist im Prinzip hier nochmal so eine ganz einfache Kochplatte. Die hatte ich damals für 8 Euro im Sonderangebot gekauft.
hat 1000 Watt. Das heißt, wenn hier wirklich mal alle Stricke reißen beim Kochen, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, ein Gericht mal zu Ende zu kochen. Ist eigentlich ganz praktisch. Aber auch noch nie gebraucht, wie man sieht. So, was haben wir hier hinter noch? So, hier ist dann nochmal ein relativ tiefes Fach, wo auch nochmal Getränke gelagert sind. Das ist eigentlich so das Hauptfach, wo wir immer dran gehen. Und ich zeige euch gleich nochmal weitere Staublöcher hier. So, nachdem wir hier die Polster wieder eingesetzt haben, wenden wir uns mal der anderen Seite zu. Dann mache ich auch mal frei. Schauen wir mal nach, was sich hier hinter der Rückenlehne verbirgt. So, da haben wir einmal hier unser Ladegerät, liefert 45 Ampere. Dann haben wir hier den Raymarine Smart Pilot. So, hier oben verbirgt sich unser AES Transponder von Weatherdog, ein Easy TRX. So, mit Antennensplitter, hier geht das eine Antennenkabel rein, geht also oben rauf zum Mast. Dann geht hier das andere Antennenkabel raus, geht hier zum Funkgerät, die GPS-Antenne. So, hier ist unsere GPS-Antenne untergebracht, unter Deck. Ist kein Problem hier, ist ja ein GFK-Boot und der Empfang ist immer ausgezeichnet. Dann gehen hier nochmal Signalkabel raus und hier ist die Stromversorgung. Hier ist dann die kleine Antenne für Wi-Fi und da hole ich mir die Signale dann direkt aufs iPad. So, dann habe ich hier noch so einen kleinen Alarmgeber. Im Augenblick ist das hier ausgeschaltet. Dann kann man hier noch das Senden ausschalten. Und hier angeblich ein Pan-Pan, der hat aber beim letzten Mal nicht funktioniert, als ich das mal ausprobiert hatte. Ja, so sieht das hier hinter aus und natürlich hier noch jede Menge Elektrik. Es geht dann alles hier durch den Kanal hier zur Steuerkonsole. Tja, was haben wir jetzt hier drunter in der Bank? Einmal hier die Löschdecke. Ganz wichtig, immer griffbereit, Gott sei Dank noch nie benutzt. Dann hier ein Überbrückungskabel. Falls mal die Starterbatterie nicht geht, dann kann man sich selber über die Verbraucherbatterie nochmal Starthilfe geben. So, nachdem wir alles wieder aufgeräumt haben, schauen wir uns jetzt mal unser AES an auf dem iPad. So, als allererstes muss es hier mit dem WLAN verbunden werden. Da sieht man hier Easy TRX 2 und die Kennung. So, dann gehen wir mal in die App selber rein. So, da muss ich ihn einmal hier verbinden. Machst du dann hier, da sieht man schon die ganzen Signale, die reinkommen. Das dauert dann ein bisschen so, dann ist er hiermit dann verbunden. So, dann einmal Diagnostics rein, das sieht alles hier ganz gut aus. Ist gerade dabei, die ganzen Daten reinzuholen. So, hier sieht man dann die Daten, die er alle bekommen hat. Das ist hier schon sofort eine Schiffsinformation, eine direkte. So, dann bekommt er jetzt hier, fährt also gerade hoch hier und bekommt natürlich jetzt hier die ganzen AES-Daten. Langsam rein, kann sich das hier auch noch mal auf einer Karte anschauen, muss ein bisschen reinzoomen. So, liegen wir jetzt hier in Enkhausen im Hafen. So, gibt es also einige Schiffe hier mit AES-Signal um uns herum. Schauen wir jede Menge. So, gucken, was das für einer ist hier. Kubor. Können wir uns das auch noch mal im Detail angucken hier. So, macht also keine Fahrt hier. Hier sind die Koordinaten angezeigt, dann hier die Entfernung, also relativ nah. Dann wann die letzte Meldung gekommen ist und welche Richtung das Schiff sich befindet. So, jetzt gehen wir wieder zurück hier. So, dann können wir hier einen Ankeralarm einstellen. Ist auch eine ganz gute Funktion. So, hier stellt man den Schwungradius ein, das hier mal auf 80 Meter eingestellt. So, wenn man ihn jetzt hier aktiviert, dann kommt hier eine kleine Meldung. Da schreibt er mir hier Programming Successful. So, also im Prinzip ist jetzt hier der Ankeralarm eingeschaltet. Brauche ich natürlich nicht, deswegen schalte ich mal wieder aus. Dann kommt gleich wieder die Meldung hier, Programming Successful. Gehen wir weiter zurück, dann haben wir hier noch den CPA-Alarm. Da hatte ich euch vorhin die kleine Box gezeigt. So, das kann ich mir also hier entsprechend einstellen. Hier ist also mein eigenes Schiff zu sehen. Dann kann ich hier zwei Parameter einstellen. Erstens den Radius zum nächsten Schiff. Ich habe mir hier einen Kilometer eingestellt, 1000 Meter.
und dann die Vorwarnzeit, das heißt 30 Minuten vorher, bevor mir dann irgendwann mal ein Schiff auf 1000 Meter zu nahe kommt, bekomme ich dann hier über das Alarmgerät, bekomme ich dann den Alarm. Den muss ich natürlich dann auch aktivieren erstmal. Dann mache ich dann hier, dann bekomme ich wieder eine kleine Rückmeldung, dass das erfolgreich war. Dann mache ich das hier aus. So, dann schalte ich ihn wieder aus und dann bekomme ich natürlich die gleiche Rückmeldung wieder, dass das Gerät das angenommen hat. Also ist er hiermit automatisch ausgeschaltet. Ja, was kann ich mir noch anschauen hier? Einmal die Daten, die ich selber sende. So, da sieht man das hier, meine MMSI, dann meine Koordinaten, Kurs über Grund, ich mache jetzt hier im Augenblick keine Fahrt, 0 Knoten, dann welcher IS-Kanal benutzt wurde, das ist der Kanal A, dann habe ich hier die letzte Übertragung, die ist knapp 3 Minuten her, die MMSI wird nochmal übertragen, dann hier der Schiffsname, Schiffstyp, Callsign nochmal, dann die entsprechenden Abmessungen hier, bis zur IIS-Quelle, dann welcher Kanal hier benutzt wurde und wann die letzte Übertragung war. So, dann hier oben vielleicht nochmal ganz interessant zu sehen, wann gesendet wird. Also wenn die Geschwindigkeit unter 2 Knoten beträgt, dann wird alle 3 Minuten gesendet und wenn ich hier über 2 Knoten fahre, alle 30 Sekunden. Zumindest hier die dynamischen Daten, alles was hier statisch ist, wird grundsätzlich alle 6 Minuten übertragen. So, dann gehen wir nochmal weiter. Static Data. Ja gut, das sind jetzt hier die entsprechenden Abmessungen bis zur GPS-Antenne. Das ist bei unserem kleinen Schiff jetzt hier nicht relevant, aber bei größeren Schiffen ist das schon wichtiger. Ja, das ist mein IS. Bin ich super zufrieden mit. Dann zeige ich euch meine Navigations-App. So, das ist jetzt hier die Navionics-App, die ich hier drauf habe. Das ist hier meine letzte Fahrt. Das war von Workum runter nach Enkhausen. So, und damit mache ich im Prinzip auch meine gesamte Routenplanung. Könnte man jetzt hier in die Routenplanung-Funktion reingehen, neue Route planen. Wenn wir mal sagen, wir fahren hier irgendwie nach Dixel rauf oder so. Und setzen uns hier mal einen Kurs ab. Wenn man den hier so durchs Wattenmeer legen und dann hier zum Hafen, so dass wir dann aktuelle Route speichern. So, dann kann ich mir hier noch die Informationen reinholen über die Route. Ja, 29 Seemeilen. Bei mir standardmäßig hier 5 Knoten Reisegeschwindigkeit eingestellt. Kraftstoffkonsum liegt hier bei 3 Liter pro Stunde. Ja, das ist eine gute Funktion. Was ich hier auch in der App auch sehr schätze, ist hier die Gezeiteninformation. Wenn ich hier mal auf den hier gehe. So, dann bekomme ich jetzt hier für den Hafen ein Ude-Schild. Komme ich die Gezeiteninformationen rein. Also Hochwasser heute Morgen gegen 9.58 Uhr mit 1,76 Meter und um 22.15 Uhr 1,61 Meter. Das kann ich mir dann auch im Prinzip für die nächsten Jahre mal reinholen. Hier sagen wir mal für 31. Mai 2018 sieht das so aus. Könnte ich mir hier noch Details reinholen. Da habe ich hier den Mondaufgang. Niedrigwasserstand, Sonnenaufgang, Monduntergang, dann Hochwasser, Niedrigwasser. Also alle Details habe ich dann hier auch nochmal drauf. Ist für mich auch während der Planungsphase ist das ein sehr, sehr gutes Tool hier. Auch noch ein bisschen Menüfunktion. Dann kann ich also alle Tracks kann ich jetzt hier aufzeichnen. Was ich auch grundsätzlich mache. Mal gucken, wann der letzte längste war. Was ist das für eine Fahrt hier? Sieht man ein bisschen besser. Ach ja, das ist hier oben von der Schelling die Fahrt runter, die wir damals nach Hindelopen gemacht haben. Das heißt, man hat also auch alle Tracks, die man aufgezeichnet hat, hat man permanent auch zur Verfügung. Das halte ich auch für ganz sinnvoll. Ja, und am Kapitänssitz ist auch noch ein bisschen Platz. Da habe ich hier schon entsprechende Grabbags. Das sind also hier so wasserdichte Bags. Da habe ich 2 Stück von. Und hier, die wird man dann im Notfall mal bestücken. So, dann habe ich noch den Blasebalg fürs Dinghy drin. Dann ist hier noch der Ankerball. Den steckt man so zusammen, dann ist das rund. So, dann sind hier unten noch Handfackeln, Signalraketen. Ja, die Bags wird man sich dann füllen im Notfall. Hier mit den Signalraketen, mit Getränken und alles, was man so braucht.
falls man mal in die Rettungsinsel rein muss. So, dann haben wir hier noch jede Menge Staufächer hier unter den Bodenbrettern. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. So, da haben wir im Prinzip ein paar Schuhe und Stiefel drin. Dann ist hier unten noch ein Fach. Da sind auch Stiefel drin. Dann auch noch mal Getränke hier auf der anderen Seite hier drunter. Sind noch Wasserflaschen gelagert. So, das sind hier die Schrauben, an denen der Kiel befestigt ist. Da schaue ich ab und zu mal nach, ob hier irgendwie ein bisschen Wasser reinkommt. Aber das ist alles immer wunderbar dicht. So, dann kommt das hier wieder rein. So, ist hier noch ein Fach. Da sind jetzt auf der einen Seite sind hier Schuhe drin. Dann habe ich aber hier auch noch mal 8 Sixpacks mit Mineralwasser, auf jeder Seite 4 drin. So, dann habe ich hier die Bilge. So, das haben wir hier elektrische Bilgepumpe. Das ist hier die blaue. Und das hier ist die Handpumpe. Ja, ist alles gut trocken, Gott sei Dank. So, dann habe ich hier unter dem Bodenbrett auch noch mal was verstaut. Das muss ich eben aufschrauben. So, ist nochmal ein schönes Staufach hier auch nochmal für 88 Dosen Bier. Ist jetzt kein Fach, wo man täglich dran geht, aber einmal vor der Saison aufschrauben, befüllen und zwischendurch mal wieder rausnehmen. Und ist relativ schnell gemacht. So, wo wir den Motorraum gerade mal offen haben, dann schauen wir mal in den Motorraum hinein. So, das ist hier ein Volvo Penta D130 mit 27 PS. Ja, bin ich ganz zufrieden mit. Ist hier eine ausreichende Leistung, könnte immer ein bisschen mehr sein. Insbesondere dann, wenn man mal gegen Wind und Welle gegen anfährt. So, dann haben wir hier unseren Seewasserfilter. Der muss regelmäßig gereinigt werden. Ja, dann haben wir hier den Ölstab. Hier hinten ist der Luftfilter. Und da unten ist das Wendegetriebe. So, die Motorwartung mache ich hier in der Regel selbst. Wieder so einmal im Jahr wird hier der Kreislauf dann entkalkt. Wird das hier aufgeschraubt und dann kommt dort Bioentkalker rein. So, dann wird hier das Öl gewechselt. Das wird dann hier in der Regel abgesaugt in einer kleinen Ölpumpe. Diesmal muss ich jedoch hier auch unten einmal die Dichtungen wechseln. Da hatte ich immer sehr viel Öl unter dem Motor stehen. Da habe ich unten die beiden Dichtungen mal gewechselt. So, dann wird hier der Ölfilter gewechselt. Das ist immer ein bisschen Quälerei. Hier ist dann der Kraftstofffilter, der Hauptfilter. Dann hinten auf der anderen Seite unter der Koje befindet sich dann der Vorfilter. Ja, der Impeller wird auch einmal im Jahr gewechselt. Einen dreiflügeligen Fallpropeller an. So als Opferanoden fahre ich in diesem Jahr mal Aluminium. Hier gibt es ja drei Arten von Materialien für die Anoden. Einmal Magnesium fürs Süßwasser, dann Zink fürs Salzwasser und Aluminium ist so ein Allrounder. Den kann man also in beiden wohl ganz gut nehmen. So, ich hatte im letzten Jahr leider Magnesium auch im Salzwasser gefahren. Dann waren die Dinger natürlich ruckzuck weg. Ich hoffe, dass das in diesem Jahr ein bisschen besser klappt hier mit Aluminium. So, da haben wir hier vorne noch die Vorschiffkoje. Gehen wir auch mal rein. Ja, das ist unsere Vorschiffkoje. Es gibt in der Tat keinen anderen Ort in der Welt, an dem ich lieber und besser schlafe. Und habe ich gemütlich Platz für zwei Personen hier. Matratzen habe ich hier 15 cm Kaltschaum. Gute Härte, darunter befindet sich da noch ein Lattenrost. Aber ich nehme das gleich sowieso mal ganz kurz hoch und zeige euch, was ich hier drunter noch an Stauraum habe. So, hier sieht man nochmal den Lattenrost und die Matratzen hier. Wirklich super Qualität. So, holen wir den Lattenrost hier mal rein. So, dann kann man hier das Brett noch rausnehmen.
Ja, so sieht das hier aus. Hier vorne haben wir unsere Handtücher liegen. So, darunter befindet sich dann hier die Logge und auch der Tiefenmesser. Und da habe ich hier mal so eine kleine Pumpe eingebaut, um hier mal Wasser abzupumpen. Da hatten wir mal eine Zeit lang Probleme mit, aber jetzt ist hier alles in Ordnung. Eigentlich braucht man sie nicht. So, dann haben wir hier im Mittelfach haben wir unsere Reservesegel liegen. Darunter ist natürlich jetzt alles Mögliche noch drüber gestaut. Einmal hier der Sack fürs Dinghy. Dann haben wir hier noch eine elektrische Stichsäge. Dann ist hier die zweite Kaffeemaschine eingelagert. Dann hier noch mal der Fahrradhelm. Dann habe ich hier. So, dann habe ich hier eine Akkuflex drin. Hatte ich mir auch immer geladen und lade sie auch immer für längeren Fahrten auf. Hier sind die entsprechenden Trennscheiben. So, die habe ich im Prinzip an Bord, um im Notfall, falls mir mal der Mast brechen sollte, hier die Wanden durchzukappen. Ja, ich hoffe, ich brauche die Akkuflex dafür nie. So, was haben wir da unten noch? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da liegt noch Spannungswandler in Reserve drin mit 2000 Watt Normalleistung und 4000 Watt Spitze. Bin hier auf 220 Volt an Bord angewiesen, um hier Laptop und Kameras und alle möglichen Sachen mit aufzuladen. Hier habe ich schon mal Wasser auch vorgebunkert für die längeren Fahrten, die wir jetzt im Sommer vorhaben. Das sind hier auch nochmal 24 Sixpacks an Wasserflaschen. Ja, das sind umgerechnet 72 Liter Mineralwasser hier vorne nochmal. Ja, das ist die Vorschiffskabine. So, dann räume ich das mal alles wieder auf hier und wieder ein. Ganz kurz noch einmal zu den Rettungswesten. Ich habe hier zwei verschiedene Typen an Bord. Einmal hier eine von Marine Pool. Das ist also eine mit einer Auftriebskraft von 300. Und hat hier auch nochmal einen zusätzlichen Gurt, den man hier zwischen den Beinen auch nochmal festmachen kann, um 100% sicherzustellen, dass sie dann nicht verrutscht und man sie auch nicht verliert, wenn man über Bord fällt. So, die ist jetzt hier gewartet bis August 2019. Dann ist die nächste Wartung. Dann hat diese hier nochmal so eine Anzeige. Wenn hier beide Leuchten grün sind, das sind sie hier bei mir, ist alles soweit in Ordnung. So, dann haben wir hier eine etwas einfachere. Die hat also hier eine 150er. So, die ist auch bis 2019 abgenommen. Ich habe jetzt gerade auch noch zur Wartung geschickt. So, von der hier habe ich vier an Bord. Reicht also hier relativ küstennah, trage ich sehr gerne, ist auch sehr leicht. Diese hier ist ein bisschen schwerer und kommt eigentlich mehr so auf längeren Fahrten, wenn man fernab der Küste fährt, zum Einsatz. Ja, insgesamt habe ich dann hier sechs Westen, sechs Automatikwesten an Bord und kann also bis zu sechs Personen maximal mitnehmen. Ja, vielleicht aber ganz kurz hier zu diesen Spannankern. Die dienen also zur Kraftaufnahme für die Wanden. Dort oben, wo an Deck die Wanden festgemacht sind, befindet sich hier diese Aufnahme. Und dieser Spannanker geht also runter hier in den Rumpfbereich und dort werden die Kräfte entsprechend weitergeleitet. Ja, dann wollte ich euch ganz gerne noch mal ein bisschen was zum Energiemanagement erzählen, zumindest hier für mein Schiff, was hier so der Tagesverbrauch ist. So, hier habe ich eine Übersicht über die Energiebilanz der Jumbo. Ich habe hier also in dieser Spalte einmal die gesamten Verbraucher gelistet, von Frontfahrlicht, Heckfahrlicht, Decksbeleuchtung, über Badbeleuchtung, Pantrybeleuchtung, Kartentischleuchte und so weiter runter über Kühlschrank, Druckwasserpumpe, Radio, AES und Spannungswandler. Dann hier in der zweiten Spalte habe ich dann die entsprechende Anzahl der Geräte aufgelistet, dann die Leistungsaufnahme pro Gerät und habe das hier auch schon mal entsprechend markiert. Alles was 40 Watt oder mehr Leistungsaufnahme hat, habe ich hier schon mal rot gemacht. So, da habe ich hier als größtes Gerät, größten Verbrauch habe ich jetzt hier den Spannungswandler. Und danach kommt dann hier schon das WC mit 345 Watt. So, dann habe ich hier die Spannung in Volt. Und dann kann man sich ja automatisch ausrechnen, was ist jetzt hier die Stromaufnahme in Ampere. Daneben habe ich dann hier einmal die geschätzte Betriebsdauer pro Tag eingetragen. Dann habe ich nochmal einen Nutzungsgrad. Das ist insbesondere hier für den Autopiloten ganz wichtig. Der hat also hier 50 Watt Leistungsaufnahme. Und hier habe ich mal unterstellt, dass wir hier im 24-Stunden-Betrieb unterwegs sind, also fahren dann mehrere Tage durch.
Der ist aber auch immer nur zur Hälfte im Einsatz, wird vielleicht in der Zeit, obwohl er 24 Stunden eingeschaltet ist, verbraucht aber nur zu 50% der Zeit dann hier Strom. So, dann habe ich die entsprechenden Amperestunden pro Tag hier mal aufgelistet und da ergeben sich dann ganz interessante Ergebnisse. Ich habe also einen Gesamtverbrauch von etwa 210 Amperestunden pro Tag. Und um mal zu sehen, was hier die größten Verbraucher sind, da habe ich also einmal hier den Autopiloten. Der nimmt da schon 23% von auf und danach kommen die Navigationsgeräte, nehmen 20%. Klar, wenn die jetzt durchlaufen 24 Stunden, dann sind das schon mal die beiden größten Verbraucher. Und danach kommt hier schon die Webasto. Obwohl die Webasto Dieselheizung hier über Diesel läuft, hat die natürlich auch einen elektrischen Lüfter. Und der hat eine Leistungsaufnahme von etwa 40 Watt. Das heißt, wenn man hier mal in kälteren Regionen fährt, dann verbraucht auch die Webasto-Heizung hier relativ viel. Liegt ja auch hier mit knapp 20% mit an der Spitze. So, auch mal ein Spannungswandler, da darf man sich auch nicht täuschen, auch wenn das immer kleine Geräte sind, die hier dranhängen. Auch wenn ich den hier vielleicht nur 4 Stunden am Tag im Betrieb habe und nur 5% Nutzungsgrad habe, sind das trotzdem 25 Amperestunden am Tag. Und das ist vielleicht noch ein bisschen knapp kalkuliert. Dann habe ich hier auch etwa 12%. Das heißt, hier mit den 6 größten Verbrauchern komme ich hier auf etwa 88% des Gesamtenergieverbrauchs an Bord. Ja, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, sich auch mal vor Augen zu führen, wie denn hier so die Energiebilanz an Bord ist. Ja, das ist die Jumbo. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick geben können. Ja, wir zwei, die Jumbo und ich, wir haben schon einiges erlebt und noch viel vor. Also bis dahin. Aber jetzt fahren wir erst nochmal aus zum Segeln.